Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Undermine. In diesem Spiel geht es darum, von Level zu Level zu steigern. Wir sind in einer Mine, wir haben Aufgaben zu erfüllen, wir müssen erforschen. Da ist mein kleiner Piepmatz. Was ist das? Kanarienvogel. Ich sag zu ihm einfach Ari. Kanari, Arienvögel. Ja, und jetzt sind wir hier drin. Wir haben immer nur 200 Leben. Wir haben hier gestartet. Ihr seht es hier unten. Und jetzt gucken wir mal. Scheiße. Jetzt hat sie mir wieder so viel Leben genommen. Was ich nicht weiß, ist, wo kriege ich die Bomben her? Wo kriege ich die Schlüssel her? Ja, wie denn? Wie denn? Wie denn freischalten? Ich habe das nicht begriffen. Was mache ich mit dem Fleisch? Das gibt Leben? Okay, jetzt auf einmal gibt es Leben. Das ist cool. Das muss man erstmal wissen. Okay, 150 habe ich wieder. Okay, warum habe ich dann im ersten Teil so wenig Fleisch gekriegt? Wie komme ich an die Schlüssel ran? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, da gibt es irgendwas. Ich kann ja hier nochmal reingehen. Aber hier gibt es ja nichts. Keine Tränke, ich weiß nicht, wo die zu finden sind, wie man die herstellt. Keine Segen, keine Flüche, keine Artefakte. 400 Gold. Feinde vernichtet 23, Bomben 3. 4000 zugefügter Schaden. Erlittener Schaden 330, also ja, weniger wie 10%. Zwei Durchläufe? Ja, ist das zweite Leben, richtig. Ich weiß nicht, wie ich das herkriege. Lass ich mir das nicht mehr gefallen. Sie hat mehr Hupfen. Muss ich halt mehr hupfen? Ich will mein Leben nicht verlieren. So, das haben wir. So, jetzt habe ich hier erstmal die Möglichkeit, eine Bombe zu platzieren. So. Wieso? Ich hab gedacht. Okay. Ich bin blöd. Ich bin dumm! Ich hätte die Kiste mit aufmachen müssen. Ach komm! Ich hab gedacht, ich kann das freischalten. Weil hier ist doch ein Schloss dran. Ach, das ist frustrierend. Oh, ich hätte das Gold fast vergessen. Wenn man mal bedenkt, dass ich nur die Hälfte behalten kann. Ja, das war leider falsch. Ich kann immer nur die Hälfte behandeln, wenn ich... Ich darf nur die Hälfte behalten. Ach du meine Güte. Alter. Da geht mir aber fein die Socke hoch. Okay, das ist ja soweit okay. Ich kann ja hier ganz normal laufen. Was war denn das jetzt? Was war denn das? Scheiße, was war das? Digga, ich habe richtig Leben verloren. Immer wieder was Neues. Alter, immer wieder was Neues. Kann ich die irgendwie einsammeln oder so? Nein.
das ist ja alles so aufregend. Du weißt ja immer nicht, was im nächsten Gang ist. Ja, es ist gleich vorbei. Du musst hupfen. Du musst immer hupfen. Du musst hupfen. Scheiße. Oh. Wo krieg ich denn die Schlüssel her? Ich verstehe das nicht. Ich habe nur 260. Scheiße. Wo bin ich denn jetzt hier? Dicker, ich krieg die Schlüssel nicht her. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was mache ich denn falsch? Wo kriege ich diese Schlüssel her? Ich kann aber auch nicht... Was ist denn das? Nichts herstellen. Das ist so widerlich. Schade. Naja, gut. Mit 65 kann ich sowieso nicht überleben. Es gibt drei. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Drei Ebenen. Oh, der ist weg. Der ist weg, ja. 65 Leben. Was ich nicht verstehe, ist, kann ich hier irgendwie was machen? Kann ich da was zusammensetzen? Gar nichts. So, nächste Stufe. Ach du meine Güte. Boah. Digga. Da ist Thorium wahrscheinlich. Wo krieg ich die Schlüssel her? Jetzt bin ich sowieso gleich tot. Oh, die kleinen Kuschelis. Okay, ich habe nur 350. Wo krieg ich diese Schlüssel her? Okay, da haben wir mal eine Bombe. Zwei Bomben. Ich hatte noch nie zwei. Doch, ich hatte zwei Bomben ganz am Anfang. Immer mehr Ratten. Ich muss hier rüber. Das ist ja doof. Tja, das war's schon. Schade. Hat ihren Knöchel an einer Ratte verloren, hinterlässt ihre Katze Snickers. Ja, zurück zur Zentrale. Wo krieg ich die Schlüssel her? Ladies and Gentlemen, ich weiß das einfach nicht. Ich weiß das einfach nicht. Ich kann jetzt hier zwar was kaufen, aber mit 174 kannst du ja nichts kaufen, ne? Auf immer so einen Sack. Goldsackverbesserung. Verliere weniger Gold beim Tod. Tja. Was habe ich denn hier unten noch?
Ein sorgfältig hergestelltes Gewicht, das die Balance der Waffe im Flug aufrechterhält. Steigert Wurfweite, cool. Wollhandschuhe plus 100 Gold. Habe ich die Wollhandschuhe? Ja, die habe ich tatsächlich, Ladies and Gentlemen. Flickensack. Goldbehandel behalten 24. Okay, es ist sehr, nun wie soll ich sagen, traurig, dass ich keine Schlüssel finde. Hallo, sieh dir mal ein paar Verbesserungen auf den Ständern dort an. Die machen dir das Leben in den Minen leichter. Und wenn du Relikte herstellen willst, sag mir Bescheid. Ja. Okay, das mache ich. Hier kann ich immer noch nichts machen. Bomben liegen auf dem Tisch. Fertigen vielleicht. Ich gebe mal F ein, R ein. Nein. Kann hier nichts herstellen. Und das kann ich immer noch nicht. Klopfen wir mal. Das Labor ist immer noch geschlossen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Auch nichts Neues. Das ist so ärgerlich. Und mit 24 kann ich ja nichts kaufen. Ha. Das ist ärgerlich. Es scheint ein Buch zu fehlen. Ich sehe, du hast Wayland gefunden. Ja. Es erwartet dich noch mehr Arbeit, Bauer. Wir müssen den Grund für die Erschütterungen finden. Okay, das heißt, ich muss hier weitergehen. Habe jetzt eigentlich nur eine einzige Verbesserung gefunden. Nämlich die, dass wenn ich jetzt sterbe, ein bisschen mehr Geld habe. Das ist cool. Und hier steht, erspähe die Namen und die Gesundheit deiner Feinde. Hätten wir vielleicht gleich den Sack kaufen sollen. Aber Ladies and Gentlemen, Hedy, die dritte Inkarnation. Ja, ich habe kein Geld, ne? Bei mir liegt alles am Geld. Das machen wir im nächsten Game. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall weitere Abenteuer hier bestanden. Ja, es ist ein schönes Spiel. Es ist ein bisschen... Ah ja, tatsächlich, das glitzert hier so ein bisschen. Ne? Dass man jedes Mal stirbt, das ist heftig. Ladies and Gentlemen, lasst ein Like da. Besucht mich auf Twitch, auf YouTube und auf TikTok. Lasst einen Kommentar da. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Wie würdet ihr das spielen? Habt ihr eine Lösung für die Schlüssel? Immer rein in die Kommentare mit. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen. Euer Nils, ciao.